weit weniger als die Hälfte Applaus hätte auch für eine Zugabe gereicht. Denn wir haben dann eine Serie, also Rainer hat da eine Serie. Ja, für alle Liebhaber unserer europäischen Tradition, die sich ja verkörpert in Papst Benedikt. Ich kenne einige, die warten immer auf das neueste Stück. Jetzt Papst Benedikt auf Reisen im Jahre 2007 im Gästezimmer des Weißen Turmes im Stift Heiligen Kreuz in Mariazell, dem ältesten Kloster Österreichs. Mit der prachtvoll aufgeputzten Basilika, die so falsch aussieht in ihrer irritierenden Einmaligkeit. Zwischen den barocken Türmen der Westfassade steigt der dritte Turm auf, so weiß, dass ihn fast jeder Pilger als eine Zuckergusskonstruktion des romantischen 19. Jahrhunderts erkennt. Aber der Turm ist echte Gotik. Ich wusste gar nicht, dass du dich so für Klosterarchitektur interessierst. Also dann möchte ich noch hinzufügen, in der Wallfahrtskirche steht die Mutter Gottes in der Eisengittern, also Maria in der Zelle, daher der Name Maria Zell. Das stimmt tatsächlich. Im Gästezimmer also probiert Benedikt vor dem Spiegel Ornate an, die sein Privatsekretär Georg Genswein ihm reicht. Der hat er nämlich gelesen. Der Papst hat schon öfters mit ebenso gewagten wie stilsicheren Kleidungsstücken die Gläubigen verzückt. Das ist wichtiger denn je, denkt er, weil die katholische Kirche in einer Krise steckt. In Brasilien liefen 15 Millionen Katholiken zu protestantischen Sekten über. Die Kinder damit locken, den Chemie- und Biounterricht durch Geschichten aus der Bibel zu ersetzen. In Österreich trat eine 500.000 aus, in Neu-Ulm wechselten 2 Katholiken zum Islam und viele strömen zum Dalai Lama. Weil dem geistlichen Oberhaupt Tibets nur wenige Scherze reichen, um das Publikum zu verzaubern. Benedikt war nach Sao Paulo geflogen, weil er dort, genauso wie der Lama, Menschen mit Albernheiten gewinnen wollte. Ich rufe auf zur sexuellen Enthaltsamkeit vor der Ehe. Hatte er gerufen, die Leute jubelten. Das gilt auch für die Zeit der Verlobung. Sowieso, riefen alle. Ich habe wohl den richtigen Ton getroffen, dachte Benedikt und legte nun richtig los. Empfängnisverhütung bedroht die Zukunft Lateinamerikas. Und? Ihr dürft euch nicht als Lustobjekte betrachten lassen. Euer Karneval ist die Hölle. Die Menge verstand Karneval und fing an, Rumba zu tanzen. Die sind ja bei mir genauso vergnügt wie beim Lama, dachte Benedikt und legte noch eins drauf. Die wahre Revolution kommt nicht vom Marxismus, sondern von Gott. Aber Gott hat sich ganz klein gemacht für uns. So winzig wie ein Käfer, weil er großen Katholiken wie Franco und Pinochet nicht im Wege stehen wollte. Der Auftritt in Brasilien war doch gut, sagt Benedikt und betrachtet sich im Spiegel. Er wirft den von Genswein empfohlenen roten Rock in die Ecke, wo der cremefarbene und der blaue schon liegen, und entscheidet sich für das von einer Grazer Künstlerin entworfene Gewand in schrillen Farben. Der Rock könnte aus der surrealen vatikanischen Modeschau in Fellinis Film Roma sein. Denkt Genswein und bezweifelt, ob man ihn in Sao Paulo verstanden hat. Darauf kommt es doch nicht an, sagt Benedikt. Wer den Buddhismus und den Islam kritisiere, bekäme stets zur Antwort, er habe deren Religion nicht verstanden. Das wolle er jetzt genauso machen. Zumal Gott zu viele Gedanken in seine Texte packt, das schafft Verwirrung. Er fände, sagt Genswein, das schrille Kleid passe nicht zu den grünen Lodenjacken der Österreicher. Benedikt guckt aus dem Turmfenster und sieht tatsächlich viele Lodenmäntel und dazu schüttet es wie aus Eimern. Viele warten im strömenden Regen schon seit dem Morgengrauen. Darunter 3 Jugendliche. Die sich den Cantus der Patris des Stiftes, Meeresstern, ich grüße dich, als Klingelton aufs Handy geladen haben. Und jede Menge Kardinäle und Bischöfe mit eingezogenen Köpfen im prasselnden Landregen. Sie entdecken Benedikt oben und ein Knabenchor singt Maria, breit den Mantel aus. Benedikt reißt das Fenster auf und ruft: Ich freue mich, dass ich euch überhaupt sehen kann. Denn er habe bisher durch die Regenwand nichts erkennen können. Ich habe gehört, dass ihr schon 3 Stunden im Regen dasteht. Ich kann euch nur bewundern und
vergelt's Gott sagen. Der verschlagene Abt des Stifts Gregor Henkel Donnersmarck drängelt nach vorne und keucht. Ich bin glücklich und vollkommen fassungslos. Regen hin oder her, sagt Gänzwein, Sie müssen wohl raus. Benedikt schwebt die Treppen hinunter und als er in seinem im Regenwind flatternden flamboyanten Ornat um die Ecke kurft, geht ein Raunen durch die Menge. Hat man schon so etwas Schönes gesehen? Himmelt ihn eine Apothekerin aus Innsbruck an. Dieses Gelb, dieser himmelblaue Hut. Schwärmt eine Nonne und fällt vor Entzücken in Ohnmacht. Es macht mich glücklich, dem Papst so nahe zu sein, sagt Leopoldine vom Kolpinghaus in Wien. Dann beginnt Kardinal Schönborn mit seiner Begrüßung. Heiliger Vater, stärken Sie Ihre Brüder und Schwestern in Österreich. Sie sind durch schmerzliche Zeiten gegangen. Weil die geistlichen, pädophile und sadistische Neigungen hier ungehemmter austoben als woanders. Vergelt's Gott, sagt Benedikt und mahnt. Nehmt eure Stifte als das wahr, was sie sind und immer sein wollten. Nicht bloße Wirtschaftsbetriebe. Und bloße Bordelle. Ein Kloster ist vielmehr ein Ort der geistlichen Kraft. Wenn man in Österreich zu einem Kloster käme, empfindet man dasselbe, wie wenn man sich nach einer schweißtreibenden Wanderung durch die Alpen an einem klaren Quellbach erfrischen kann. Der Kinderchor stimmt an. Schmutzige Füße werden rein. Jesus gießt das Wasser ein. Aber man müsse auch ans Ziel kommen, sagt Benedikt, denn vor einer Stunde waren auf der Via Sacra nach Mariazell 4 ungarische Fußpilger an der Westflanke des Hohen Weitsch eingeschneit. 16 Leute vom Bergrettung und Alpinpolizei konnten die unterkühlten Pilger nach Handypeilung aufstöbern und in Sicherheit bringen. Gerade in den Klöstern ereifert sich Schönborn jetzt, herrsche doch Sodom und Gomorra. Ja, ja, Österreich ist im doppelten Sinne Klösterreich. Sagt Benedikt und alle rufen Klösterreich, Klösterreich. Jetzt blickt Benedikt die verwahrlosten Gottesdiener streng an. Die Gesinnung eines jeden Priesters muss es sein, dem Gottesdienst nichts anderes vorzuziehen. Die Priester erschrecken, weil Benedikts Gesandter, der Opus Dei-Mann Klaus Küng, bisher das sexuelle Tohuwabohu nur als Bubenstreiche abgetan hatte. Schönborn will wissen, warum der Papst ausgerechnet das Heiligenkreuz besucht, wo alle Priester dem spiritistisch-fundamentalistischen Geheimbund Engelwerk angehören, neben dem das berüchtigte Opus Dei liberal anmutet. Und als Schönborn den ungeheuren Verdacht äußert, die Engelwerker hätten sich die Papstvisite wohl erschlichen, da fangen hinten bei den Plätzen an den Videowänden Engelwerker an, auf Schönborn-Anhänger einzuschlagen. Überall wird gedrängt und geschoben. Die Besatzung der Notarztwagen holen ständig Verletzte aus dem Sauwald zwischen Scherding und Passau. Fühlt sich an die von Pfeilen durchbohrten Sebastiane erinnert. Ein Österreicher mit Backenbart in Wildschützjacke voller Wanderorden brummelt. Die Wallfahrt nach Mariazell ist eben kein Akt der Bequemlichkeit. Und er verstehe die Aufregung nicht. Das Kruzifix mit dem Handwerkersohn sei doch nicht weniger blutig. Kruzifix? Es kommt aus dem Lateinischen. Kruzifixus und heißt der dem Kreuz angeheftete. Klärt die Apothekerin ihre Nachbarn auf. Ich spüre die Freude bei euch. Die macht mich wieder jünger. Brüllt Benedikt und fragt den Polizeikommandanten, wie viele Verletzte man habe. Von 13 zu behandelnden Patienten mussten bisher 3 ins Spital gebracht werden. Und die Nonne im Notarztwagen? Erlitt nur eine allergische Reaktion nach einem Wespenstich. Plötzlich ruft Benedikt in die Menge. Betet zu der Mutter Maria, sie möge uns Jesus zeigen. Leichter gesagt als getan, murmelt Schönborn. Und stimmt ohne Mikrofon ein Vaterunser an. Ein kleines Mädchen schreit, Mama, Mama. Er war nur 5 Meter von mir entfernt. Hauptsache, dir ist nichts passiert, sagt die Mutter. Reinhard Fendrich äußert den Wunsch, seine Affären beim Papst beichten zu dürfen. Sie sehen doch, was hier los ist, winkt Benedikt ab, aber er habe ihm schon immer mal sagen wollen. Die rastlose Gier nach Leben, die die Menschen heute umtreibt, endet in der Öde des verlorenen Lebens. Während die geduldige Gier nach dem Tod in der Fruchtbarkeit des gewonnenen Todes ende oder so ähnlich. Als es ruhiger wird, beginnt Benedikt nun mit seiner Ansprache. Europa ist arm an Kindern geworden. Deshalb gelten seine Genesungswünsche vor allem den 180 Jugendlichen, die sich vor Angst in der Kirche versammelt und dort verharren wollen. Bis die Luft wieder rein ist. Alle
sollten möglichst viele Kinder zeugen, sagt Benedikt, nicht für eine Neuauflage des Kinderkreuzzuges, aber für so etwas Ähnliches. Europa hat die Schlüsselrolle für die Gestaltung der ganzen Welt. Europa hat eine einmalige Verantwortung, es hat die Führungsrolle zu übernehmen. Das gehe nur mit Soldaten und dafür brauche man Kinder. Zum Schluss überreicht der Henkel Donnersmarck die goldene Rose. Eine päpstliche Auszeichnung für erfolgreiche Pilgerorte, die aus Gold gefertigte Blüte voller wohlriechender Essenzen betört die Anwesenden so stark, dass die Stimmung nun in Richtung Volksfest kippt. Ein Conferencier moderiert wie bei einem Popkonzert und jetzt alle, Benedikt, Benedikt. Die Menge singt und schunkelt. Es hat mir sehr gut gefallen. Sagt die Nonne im Krankenwagen, uns auch.